Ja, Big Data im Gesundheitswesen, ich glaube, das konnte man heute sehr gut hören, was das für Auswirkungen für Patienten, aber eben auch für das Personal haben wird. Wir werden individuellere Therapien sehen und das wird dazu führen, dass wir letztendlich noch besser ausgebildetes Pflegefachpersonal brauchen werden, als wir das im Moment natürlich auch schon haben, aber wir brauchen einfach mehr davon, um damit in der Zukunft klarzukommen. Ob Big Data am Schluss wirklich dazu führt, dass Gesundheitskosten sinken, ist für mich eine offene Frage. Weil auf der einen Seite glaube ich natürlich, dass man so kann Abläufe optimieren kann, vielleicht auch Fehlbehandlungen vermeiden. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man neue Bedürfnisse schafft und dass insbesondere die personalisierte Medizin nicht unbedingt günstiger sein wird. Und wie immer im Gesundheitswesen ist es auch richtig, dass nicht nur Kosten zählen, sondern am Schluss wohl vom Patienten, von dem kann es vielleicht auch sein, dass es am Schluss mehr kostet, aber auch mehr nützt.